Werden wir demnächst noch wissen, was in unserem Essen steckt? Welches Lebensmittel enthält genveränderte Zutaten? Stammt das Fleisch von geklonten Tieren? Und wurden die Tiere mit Antibiotika vollgepumpt? Das kommt ganz darauf an, wie die Verhandlungen zu TTIP ausgehen, dem Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA, und welche Regelungen die EU dort durchsetzt. Beispiel Gentechnik. In den USA müssen Lebensmittel mit gentechnisch veränderten Organismen nicht gekennzeichnet werden. In der EU schon. Und dabei muss es bleiben. Auch mit TTIP. Verbraucher müssen sehen können, wo Gentechnik drin ist und wo nicht. Beispiel Klonfleisch. In den USA ist es erlaubt, Tiere zu klonen und deren Nachkommen zu Fleisch zu verarbeiten, ohne die Produkte zu kennzeichnen. In der EU soll Cloning strenger geregelt werden. Noch besser wäre es, Cloning ganz zu verbieten. TTIP darf kein Einfallstor werden für Cloning in Lebensmitteln. Beispiel Antibiotika. In den USA bekommen viele Tiere weit mehr Antibiotika als nötig, damit sie schneller wachsen. In der EU ist das verboten. Es gibt auch Kontrollen. Denn zu viele Antibiotika schaden der Gesundheit von Tier und Mensch. Das Verbot muss weiterhin gelten, auch mit TTIP. Wir fordern von EU-Kommissionspräsident Juncker, EU-Handelskommissarin Malmström und Bundeswirtschaftsminister Gabriel, verhandeln Sie hart. TTIP darf Verbraucherschutzstandards nicht aushöhlen. Auch künftig müssen ehrgeizige Verbraucherschutzregeln gewährleistet sein.